Kommen wir nun zur ersten Gruppe, die wir uns anschauen. Das ist die Gruppe der Vorstehhunde. Die Vorstehhunde sind in aller Regel Allrounder für die Arbeit vor und nach dem Schuss. Und vielleicht hat der eine oder andere in der Ausbildung Jungjägerkurs schon gehört. Wir haben hier kontinentale Vorstehhunde und die englischen Vorstehhunde. Und da kommen wir an einen großen Unterschied. Englische Vorstehhunde sind auf der Insel gezüchtet nach einem ganz anderen Konzept. Dort jagt man mit Spezialisten. Der Vorstehhund bleibt ein Spezialist, was das Suchen, Finden und Vorstehen von Wild betrifft. Der Apportierhund bleibt ein Hund, der darauf spezialisiert ist, das beschossene Wild dem Hundeführer zuzutragen, ihn in Besitz des Wildes zu bringen. Und wir haben hier bei den Kontinentalen, insbesondere in Deutschland, ein ganz anderes züchterisches Konzept über 100 Jahre, weit mehr als 100 Jahre gefahren. Wir haben unsere Vorstehhunde zu Allroundern gemacht. Das heißt, in nahezu allen Fächern der Wald-, Feld- und Wasserarbeit können kontinentale Vorstehhunde eingesetzt werden. Die Baujagd bleibt mal außen vor. Das geht größenmäßig schon gar nicht, aber ansonsten kann man mit einem entsprechend gut eingearbeiteten kontinentalen Vorstehhund nahezu alle Bereiche gut, sehr gut abdecken. Das wird zunehmend negiert, muss man einfach sagen, lass es uns bitte sachlich bleiben dabei. Und wenn man sachlich ist, dann muss man ganz klar sagen, das ist ein kontinentaler Vorstehhund ist eine Allround-Geschichte. Das ist es, das bleibt es unter entsprechender Führung. Wenn ein Allrounder nicht im Wald geführt wird, dann kann er dort keine jagdlichen Erfahrungen hat, dann kann er dort auch nicht wirklich was auf die Platte bringen. Ja? Wenn er nicht im Wasser entsprechend geführt wird, dann kann er dort nichts entsprechend leisten. Also es ist immer die Frage von Ausbildung, also insbesondere Ausbildung auf der einen Seite, und die Förderung des Hundes auf der anderen Seite. Das ist, was wir den Allrounder haben. Das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder herauszuarbeiten. Wie gesagt, wenn er in einem entsprechenden Bereich nicht gearbeitet ist, dann kann er dort auch keine Leistung bringen. Ich will Ihnen die Einteilung der Vorstehhunde kurz zeigen. Wir haben diese kontinentalen Vorstehhunde in drei Haararten, nämlich einmal kurzhaarig, rauhaarig, langhaarig. Und wir haben die englischen Vorstehhunde in kurzhaarig und langhaarig. Das ist die Einteilung, wie wir sie da haben. Und ich möchte beginnen mit den kontinentalen Vorstehhunden, mit den kurzhaarigen. Und hier haben wir als prominenten Vertreter gleich als ersten den Deutsch-Kurzhaar. Der Deutsch-Kurzhaar wird in verschiedenen Farben gezüchtet, in Braun als Braunschimmel, als Schwarzschimmel und ja, sogar als Schwarzer, und ist mit einem Zugpotenzial von etwa 1200 Hunden pro Jahr in Deutschland eine der großen, von der Zahl her auch großen Vorstehhundrassen. Der Deutsch-Kurzhaar hat rein geschichtlich betrachtet auch immer schon seine besondere Stärke in der Feld- und Wasserarbeit gesucht. Das darf aber nicht darüber hinaus hinwegtäuschen, dass man auch bei entsprechender Führung, und ich hatte es vorher schon angefügt, mit der Frage des Allrounders bei entsprechender Führung und bei entsprechender jagdpraktischer Betätigung mit einem Deutsch-Kurzhaar auch eine sehr, sehr gute Schweißarbeit machen kann. Ich möchte als Beispiel für Deutsch-Kurzhaar und für seine Eignung für die Schweißarbeit nur ein Beispiel sagen. Herbert Bansen, der den Rüden Douro vom Braumauertal geführt hat in der Schweißhundstation, hat mit einem Deutsch-Kurzhaar ganz, ganz gewaltige Nachsuchungen gemacht. Das ist sicherlich nicht auf diesem hohen Niveau
Sind das wenige Fälle. Das zeigt aber, was möglich ist, wenn man die Hunde entsprechend ausbildet und, das ist das Entscheidende, jagdpraktische Einsätze für sie hat. Wenn man die Vorstehhunde in Deutschland, die Kontinentalen, miteinander vergleicht, dann hat es, gut, der eine mag kurze Haare, der andere mag lange Haare, völlig unabhängig davon mal, dann hat der Deutsch Kurzhaar natürlich auch besondere Stärken. Ich hatte schon die Feld- und Wasserarbeit angesprochen. Wenn ich heute unter den vorhandenen kontinentalen deutschen Vorstehhunden sage, welcher Hund der kontinentalen Deutschen hat den stärksten Leistungsbereich im Feld, dann muss man einfach neidlos zugestehen, dass Deutsch Kurzhaar hier durch selektive Zucht Gewaltiges geleistet hat. Und ich kann das nur jedem empfehlen, bei der großen Zuchtausleseprüfung von Deutsch Kurzhaar, Klemann oder der IKP, sich diese Hunde mal im Feld anzuschauen. Dann weiß man, was es heißt: Nase, Gangwerk, Stil. Gut, wir kommen weiter. Zum nächsten, dem Weimaraner, die Hunde des Hofes zu Weimar. Der Weimaraner wird, wir werden ihn später sehen, ja auch in einer langhaarigen Variante gezüchtet. Der Langhaar mit seinen Langhaar und Kurzhaar Weimaraner mit ihren bernsteinfarbenen Augen, besonders apartes Auftreten. Der Weimaraner, man sagt ihm nach, er hätte das stärkste Leithunderbe, also das Erbe der Hunde, die früher an den Höfen von Besuchsknechten geführt worden sind und dort nachgesucht haben. Mag sein, dass es so ist. Auffällig ist, dass bei den damaligen Leithunden sehr viel Wert darauf gelegt worden ist, dass sie eben nicht, wie wir das heute von unseren Vollgebrauchshunden wollen, sich beziehungsweise Spur- oder Fährtenlaut jagen, sondern dass sie eben stumm die Fährten verfolgen. Und wenn dem so ist, würde das unter Umständen erklären, warum beim Weimaraner unter den kontinentalen deutschen Vorstehhunden der Anteil der spurlautjagenden Hunde nicht besonders hoch ist. Hier hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten viel bewegt. Ganz früher, muss man sagen, war der Anteil stummjagender Weimaraner doch relativ hoch. Heute können wir sagen, und auch das ist ein Zeichen für züchterische Entwicklung, ist ein Zeichen dafür, dass sich Zucht am Jagdgeschehen orientiert. Der Anteil der lautjagenden Hunde ist sehr groß inzwischen beim Weimaraner. Und die Geschichte, dass man ihm nachsagt, er ist ein Hund, der zur Mannschärfe neigt und ähnliches mehr, ist durch die Zucht von heute mehr als überholt. Wenn wir den nächsten Hund anschauen, dann haben wir bereits einen Hund, der ebenfalls zu den Kontinentalen gehört, aber nicht in Deutschland gezüchtet wird, den Magyar Wiszla, den ungarischen Vorstehhund. Ihn haben wir in den zwei Varianten kurzhaarig und rauhaarig. Hier haben wir ein kurzhaariges Exemplar. Der Magyar Wiszla, ehemaliger Hund des ungarischen Adels, geführt in Ungarn, überwiegend bei der Feldjagd und zum Vorstehen von Fasan, ist sicherlich von der Historie nicht gleichzusetzen dem, was wir hier in Deutschland an entsprechenden Vorstehhunden gezüchtet haben. Deutsche Vorstehhunde, nehmen wir mal den Deutsch Kurzhaar, den Deutsch Strata, den Deutsch Langhaar, das sind schon eher Hunde, die ja etwas raubeinig an die Sache herangehen, mit teilweise enormem Trieb und entsprechender Willensschärfe ausgestattet sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder Jäger für sich etwas findet. Und wenn man insbesondere einen Hund sucht, bei dem unter den Vorstehhunden die Führigkeit sehr, sehr stark ausgeprägt ist, dann findet der eine oder andere beim Magyar Wiszla sicherlich den richtigen Hund.
Auch der nächste Hund, der Braque Français, ist ein kontinentaler, kurzhaariger Vorstehhund und kommt aus Frankreich. Aufpassen, wenn wir in Frankreich von Braque reden, dann handelt es sich um kurzhaarige Hunde. Das hat nichts mit einer Bracke zu tun. Und ein Griffon in Frankreich hat nichts mit einem Griffon zu tun, sondern ist per se einfach rauhaarig. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Der Braque Français schaut unserem Deutsch-Kurzhaar sehr ähnlich, ist aber natürlich auf einem sehr kleinen Zuchtpotenzial, wird er hier in Deutschland gezüchtet. Wir haben sicherlich keine 50 Braque Français in Deutschland, und Sie sehen schon, bei den Deutsch-Kurzhaar haben wir 1200, 1300 Hunde pro Jahr. Das heißt, dass man aus einem ganz anderen Genpool auswählen kann. Das muss man schon, insbesondere wenn man sich als Jungjäger orientiert. Man muss das nehmen, was einem Freude macht. Man muss das nehmen, was jagdlich vor allem zu einem passt. Aber man muss das gesamten Komplex sehen, und dann entsprechend sauber selektieren. Dann kommen wir zu den nächsten Gruppe, nämlich zu den der rauhaarigen kontinentalen Vorstehhunde. Und hier haben wir als ersten den Deutschstichler. Ich werde Ihnen jetzt zwei reinerbig rauhaarige Hunderassen vorstellen, nämlich den Deutschstichler und den Griffon. Beides sind reinerbige, rauhaarige Hunde. Was heißt das im Klartext? Aus dem Deutschstichelhaar wird niemals ein kurzhaariger Hund herauskommen. Genauso wie aus einem Griffon. Griffon mal Griffon gibt immer rauhaarige Hunde. Und Deutschstichelhaar mal Deutschstichelhaar auch ebenfalls immer rauhaarige Hunde. Das schaut bei einer Verpaarung Deutschstarter mit Deutschstarter oder Pudelpointer mit Pudelpointer schon ganz anders aus. Das liegt einfach daran, dass eine ganze Reihe von Hunden der Rasse Deutschstarter oder Pudelpointer mischerbig sind und dort das kurzhaarige Erbe der Hunde immer wieder herausmändelt. Das ist bei Deutschstichelhaar und bei Griffon nicht der Fall. Und um beim Deutschstichelhaar zu bleiben, der Deutschstichelhaar ist ein uralter deutsche Vorstehhundrasse. Ich darf es mal ganz vorsichtig ausdrücken, hat vielleicht nicht ganz so viel PS wie ein durchgezüchteter Deutschstarter. Die Frage ist aber immer nur, und das Beispiel müssen Sie sich als Jungjäger oder auch auf der Suche nach einem entsprechenden Hund natürlich auch immer wieder vor Augen halten: Sind Sie in der Lage, einen entsprechend triebstarken Hund überhaupt zu führen? Das ist eine Grundsatzfrage, die wir immer wieder auch in der Diskussion mit jungen Jägern oder mit Jägern überhaupt haben. Viele Jäger reden von einem Überflieger, der das kann und das kann und das kann. Und ich darf das ganz vorsichtig sagen: Wer geradezu in der Lage ist, einen VW Golf ohne nennenswerte Schrammen um die Kurve zu fahren, ist noch lange nicht in der Lage, ein Formel-1-Fahrzeug durch die Gegend zu fahren. Und deswegen ist diese permanente Suche nach der Spitzenleistung, die nur Spitzenführer auch in der Lage sind, auf den Boden zu bringen, unter Umständen eine Entwicklung, über die wir uns Gedanken machen müssen. Ich will hier den Deutschstichelhaar deswegen auch besonders hervorstellen. Er ist eine alte Rasse, die nur noch in ganz geringer Stückzahl hier in Deutschland gezüchtet wird. Bei Haushühnern und Schweinen und Schafen würden wir schon von aussterbenden Haustierrassen sprechen und dort uns Besonderes widmen. Es ist schade, dass Hunde wie Deutschstichelhaar und Griffon so gering verbreitet sind. Sie hätten sicherlich mehr Verbreitung verdient. Also ein rauhaariger Hund als Braunschimmel oder Brauner. Und ich darf Ihnen dann noch den nächsten zeigen. Auch der Griffon hier, ein rauhaariger Hund. Das sieht man also wirklich, das ist ein rauhaariger Hund.
Auch der Griffon, ganz kleine Population, 100, 120 Hunde irgendwo im Jahr. Das ist wirklich schade, dass wir diese kleinen Rassen, die ureigene für den hiesigen Jagdbetrieb gezüchtet worden sind, denen so wenig Bedeutung beimessen. Kommen wir zum nächsten, einem der stärksten bei uns von der Zugzahl verbreitetsten deutschen Vorstehhundrasse, der Deutsch-Strata. Deutsch-Strata wird gezüchtet mit derzeit zwischen 3.000 und 3.500 Welpen pro Jahr. Allerdings darf man nicht vergessen, dass hiervon etwas mehr als 1.000 inzwischen in Nordamerika gezüchtet werden. Das heißt, auch die Zuchtzahlen für Deutsch-Strata sind im Inland etwas zurückgegangen. Gleichwohl darf man sagen, dass der Deutsch-Strata ist einer, von dem man sagen kann, er ist der Inbegriff eines Vollgebrauchshundes, arbeitet in Feld, Wald und Wasser gleichermaßen. Es gibt den Deutsch-Strata als braunen Hund, als Braunschimmel und als Schwarzschimmel. Der überwiegende Teil dieser Hunde sind Braunschimmel und es gibt einige, die nach wie vor in braunen Linien züchten. Eine gewisse Modeerscheinung erscheint mir die Zucht des Schwarzschimmels. Da hat man immer mehr Hunde. Es sind fesche Hunde, keine Frage, aber man muss es mögen. So kann sich jeder in der Rasse einen Braunschimmel oder einen Schwarzschimmel suchen und hat bei einem Deutsch-Strata eine sehr, sehr große züchterische Bandbreite. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Wenn ich so eine Rasse in einer so hohen Populationszahl züchte und die verschiedenen Zuchtgebiete mir anschaue, dann ist es halt schon ein Unterschied, ob ein Hund oben an der Mecklenburgischen Seenplatte gezüchtet wird, wo die ganz andere Jagdformen unter Umständen sind wie am Niederrhein. Gleichermaßen kann sich der Hund anpassen, wird auf den Zuchtprüfungen vorgestellt, auf Basis der Ergebnisse dieser Zuchtprüfungen und auf der Überprüfung im Jagdbetrieb, dann entsprechend selektiert, und gezüchtet. Also sicherlich ein Inbegriff eines Vollgebrauchshundes. Nun kommen wir zum Pudelpointer. Der Pudelpointer ist, wie der Name schon sagt, eine Kreuzung, allerdings lange, lange, lange her, aus Pudel mal Pointer. Sie erkennen das heute noch an dem starken Stopp, sprich dem Stirnabsatz der Hunde. Die Hunde fallen als braune oder schwarze Hunde und aber eben nicht reinerbig rauhaarig. Es gibt immer wieder Rückfälle, soweit man von Rückfällen sprechen kann, in den sogenannten Pointerling. Das sind dann kurzhaarige Hunde, das sind Pudelpointer, aber eben kurzhaarig. Die Idee, die dahinter steckt, Pudelpointer, ist die Feldeigenschaften des Pointers, die herausragenden Eigenschaften in puncto Suche, Manieren im Feld, Vorstehen des Pointers mit der Wasserfreudigkeit, der Gelehrigkeit und der Willschärfe alter Pudellinien zu verpaaren. Pudel waren vor allem zur Wasserjagd sehr, sehr stark eingesetzt. Wenn Sie heute so einen kleinen Aprikopudel sehen, denkt kein Mensch mehr, dass das ein Hund war, der in seinen grauen Vorfahren als Jagdgebrauchshund seinen Job gemacht hat. Das ist eher ein Begleithund. Aber der Ursprung des Pudelpointers ist aus einer Paarung Pudel mal Pointer zu sehen. Nun kommen wir zum nächsten. Hier haben wir den Magyar Wisla. Ich hatte Ihnen vorher schon gesagt, den Magyar Wisla
Den gibt es als kurzhaarigen Hund und es gibt den Magyar Vizsla als eben als rauhaarigen. Die rauhaarigen ist eine relativ kleine Population, trotzdem der Vollständigkeit halber auch hier vorgestellt. Es ist ein kontinentaler rauhaariger Hund und mit Ursprungsgebiet in Ungarn und die Eigenschaften sind nahezu identisch mit denen des kurzhaarigen Magyar Vizsla. So, jetzt kommen wir zur Gruppe der langhaarigen kontinentalen Vorstehhunde und haben als erstes hier den Deutsch-Langhaar. Der Deutsch-Langhaar ist ein Vollgebrauchshund, ich sag mal die langhaarige Form des Vollgebrauchshundes, der in Feld, Wald und Wasser ja durchaus faszinierende Arbeiten leisten kann. Auch hier ist immer vorausgesetzt, er wird entsprechend ausgebildet, er wird entsprechend geführt und er hat, kann entsprechende jagdliche Erfahrung sammeln. Vielleicht bei dieser Rasse bemerkenswert ist, der Deutsch-Langhaar ist ja unter der Begrifflichkeit alter deutscher Försterhund und das hat sicherlich auch seinen Grund. Die Deutsch-Langhaar-Zucht ist weit über 100 Jahre alt und man hat in dieser Rasse schon immer Hunde gepaart, die laut jagen, das heißt also Sichtspur- oder Fährtenlaut jagen. Und das ist, wirkt sich gerade für unsere heutigen Bewegungsjagdverhältnisse durchaus positiv aus. Es sind also Hunde, die auch da entsprechend gut eingesetzt werden können. Ja, es ist eine Frage, ob man einen langhaarigen Hund haben will. Das muss jeder selber wissen. Bringt überhaupt nichts. Und das darf ich an dieser Stelle durchaus sagen. Wenn jemand einen Drahthaar haben will, jemand einen Kurzhaar haben will, wenn jemand einen Griff und einen Pudelpointer oder sonst irgendwas haben will, dann und sich mal grundsätzlich sagt, jawohl, ein Vorstehhund ist für mich das Richtige, dann bringt es gar nichts. Überhaupt nichts, dem beizubiegen, dass aber doch der oder der oder der besser werden. Das geht in aller Regel fürchterlich in die Hose. Man bringt ihm dann demjenigen, der sagt, er wollte einen Langhaar, der sagt man, du sollst aber besser einen Kurzhaar nehmen, dann kannst du darauf warten, dass dieser Kurzhaar nicht seinen Erwartungen entspricht und das ist auch nichts. Also deswegen kaufen Sie sich den Hund, der Ihnen Freude bereitet, aber das Entscheidende ist, dass Sie sich vorher Gedanken machen, für welche jagdlichen Verhältnisse brauche ich diesen Hund. Wenn Sie jagdliche Verhältnisse haben, wo Sie einen Vollgebrauchshund in dieser Form nicht einsetzen können, dann macht das alles keinen Sinn. Da muss man eben genau schauen, was will ich, was jage ich, was habe ich für ein Revier. Das sind Dinge, die man vorab klären muss. Wir kommen zum nächsten langhaarigen Vorstehhund. Das ist der große Münsterländer. Früher hieß er mal großer schwarz-weißer Münsterländer Vorstehhund. Der große Münsterländer ist ein im Regelfall schwarz-weißer langhaariger Vollgebrauchshund mit ähnlichen Rasseeigenschaften, wie wir sie beim Deutsch-Langhaar kennen. Es ist so, die Population ist etwa ein Drittel so groß wie die des Deutsch-Langhaar und man hat in den 70er Jahren 17 legale Anpaarungen mit Deutsch-Langhaar wieder gemacht, um die Rasse etwas nach vorne zu bringen. Das ist immer das Problem kleiner Zuchtpopulationen. Man muss rechtzeitig schauen, dass es hier nicht zu Inzuchtproblemen kommt und gegebenenfalls frühzeitig und rechtzeitig hier gezielt im Rahmen eines kontrollierten Zuchtversuches Fremdblut reinnehmen. Auch das machen unsere Zuchtverbände. Ich denke da nur an das Beispiel bei der westfälischen Dachsbracke. Dort hat man den Drever mit hereingenommen. Große Münsterländer haben in den 70er Jahren Deutsch-Langhaar-Blut hereingenommen und. Also die Zuchtverbände machen sich große Gedanken, wie sie all diese Dinge
auf die Reihe bringen und wie sie Populationen vor allem gesund züchten. Der große Münsterländer, wie gesagt, hier als überwiegend schwarz-weißer Hund. Es gibt einige wenige, die als in Anführungszeichen Rückschläge auf diese Anpaarung mit DL heute als Braunschimmel fallen. Das sind Hunde, die selbstverständlich in das Zugbuch für große Münsterländer eingetragen werden, aber weil sie nicht dem Rassestandard entsprechend eben dann auch nicht zur weiteren Zucht zugelassen sind. Ansonsten ebenfalls ein Vollgebrauchshund für die Wald-, Feld- und Wasserjagd. Und dann kommen wir zu einem relativ gebräuchlichen und viel vorhandenen langhaarigen Vorstehhund. Das ist der kleine Münsterländer Vorstehhund, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wir züchten in Deutschland derzeit etwa 1200 Exemplare. Es ist ein kleiner Vorstehhund und man muss sich natürlich auch hier entscheiden, was will ich? Will ich einen großen Hund, der dann auch wirklich groß ist, oder will ich einen großen Hund, der etwas kleiner ist? Das schließlich und endlich muss jeder für sich selbst entscheiden. Man muss auch beim kleinen Münsterländer, weil hier in verschiedenen Schienen gezüchtet wird, genau schauen, was will ich. Im derzeitigen Stand der Zuggeschehens werden 12% der Paarungen, die bei KLM durchgeführt werden, haben beide Elterntiere die Verbandsgebrauchsprüfung, sprich die Meisterprüfung und den Härte. Nachweis, also eine nachgewiesene Raubwildschärfe. Das sind 12%. Und wenn man dann eben schaut, in welche Richtung tendiere ich, dann muss man schauen, dass man aus den richtigen Linien den gewünschten Hund bekommt. Das ist aber grundsätzlich in allen Rassen so. In allen Rassen muss man schauen, wo bekomme ich das, was ich für meinen Jagdbetrieb brauche. Und dann haben wir hier den langhaarigen Weimaraner, sehen hier schon auch auf dem Bild, wenn Sie genau hinschauen, die bernsteinfarbenen Augen. Wir hatten vorher den kurzhaarigen Weimaraner und das Lustige ist, aus kurzhaarigen Weimaranern können durchaus auch langhaarige fallen. Das ist dann immer wieder ein Überraschungspaket und langhaarige Weimaraner werden deutlich weniger zahlenmäßig gezüchtet, dass das bei Kurzhaarigen der Fall ist. Beim Weimaraner ist besonders hervorzuheben, ich hatte das bereits im Eingang gesagt, dieses Leithunderbe. Das wirkt sich bis zum heutigen Tage ja, wie ich vorher gesagt habe, nicht nur in puncto Laut aus, sondern auch sehr positiv im Bereich der Nachsuche und Riemenarbeit. Und man kann dort mit diesen Hunden sehr, sehr gut und sehr konzentrierte Riemenarbeiten sehen. Entsprechende Einarbeitung, entsprechende jagdpraktische Erfahrung, immer vorausgesetzt. So, und nun kommen wir zu einem sehr, sehr kleinen, denn das ist die kleinste Vorstehhundrasse, die wir überhaupt haben. Das ist der Epagnol Breton. Epagnol für langhaarig, ist ein französischer Vorstehhund, ganz kleiner Hund, den wir in ganz geringen Zugzahlen nur in Deutschland haben, aber es ist ein Vorstehhund. Ich glaube, ich brauche an dieser Stelle nicht betonen, wenn man so klein ist wie ein Epagnol Breton, dann tut man sich natürlich mit einem ausgewachsenen Winterfuchs und einer Verlorenabbringerarbeit am ausgewachsenen Winterfuchs, der ja immer zwischen 6 und 7,5 Kilo im Schnitt hat, tut man sich sehr, sehr hart. Und auch hier gilt, man muss wissen, für was man den Hund entsprechend braucht. Interessant ist, dass der Epagnol Breton weltweit die Rasse ist, die als Vorstehhundrasse am zweithäufigsten verbreitet ist. Das würde man, wenn man in Deutschland ist, nie glauben, denn in Deutschland spielt der Epagnol Breton zahlenmäßig eine völlig untergeordnete Rolle, aber weltweit betrachtet eben eine sehr, sehr große Rolle. Nun kommen wir zu den englischen Vorstehhunden. Und bei den englischen Vorstehhunden, da haben wir kurzhaarige und langhaarige. Ich hatte das vorher schon angesprochen. Rauhaarige gibt es bei den englischen Vorstehhunden nicht.
Und hier haben wir den Pointer. Sie sehen diesen starken Stirnabsatz. Es ist, ich versuche es mal bildlich zu fassen, der Pointer ist der Inbegriff der Feldarbeit. Es ist die Stradivari unter den Feldhunden. Wer mal das Vergnügen hatte, in einer guten Niederwildjagd einen Pointer laufen zu sehen, das ist mehr wie eine Augenweide. Das ist unwahrscheinlich, was ein Pointer leisten kann in puncto Gangwerk, Stil, Kopfhaltung, Vorstehmanieren. Das ist Nasenleistung, das ist unfassbar. Aber es ist eben ein Spezialist für die Feldjagd. Und die Engländer haben ganz klar über viele, 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 viele Jahrzehnte einen Spezialisten gezüchtet. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, und das ist jetzt auch nicht Kritik, sondern das ist nur die Frage, dass man auch Jungjäger und Jagdscheinanwärter in die richtige Richtung führt. Nur weil man eine Jagdgebrauchshunderasse in ein Flugzeug, in ein Schiff, in die Bahn setzt und über den Kanal rüberbringt, wird man deswegen nicht zum deutschen Michel. Das geht nicht. Das ist kein Vollgebrauchshund. Den kann man als Vollgebrauchshund führen. Zweifelsohne. Den kann man alles beibringen. Einem Hund kann man unendlich viel beibringen. Aber die Eigenschaften, die ein deutscher Vollgebrauchshund, ein kontinentaler Vollgebrauchshund hat, namentlich eben zum Beispiel lautes Jagen, Wildschärfe, Raubwildschärfe, Wasserpassion, das ist über Jahrzehnte nie das Thema beim Pointer gewesen. Und ernstzunehmende Pointerzüchter, ernstzunehmende Pointerführer arbeiten diese Hunde im Feld. Das ist die Heimat dieser Hunde. Das ist, da gibt's, das ist der Nonplusultra der Feldarbeit. Keine Frage. Weite Felder, großes Gangwerk, großer Stil, alles klar. Aber im Ursprungsland war es und ist es so, kein Mensch misst dort dem Laut eines Pointers irgendeine Bedeutung bei, weil kein Mensch im Ursprungsland des Pointers auf die Idee kommt, mit diesem Hund beispielsweise eine Stöberjagd auf Schwarzwild durchzuführen oder mit diesem Hund irgendwelche großen Wasserjagden bestreiten. Dafür gibt es andere Hunde, aber es gibt eben keine Hunde, die im Feld derart großartiges und spektakuläres leisten können, wie dies bei einem Spezialisten der Fall ist. Man muss nur wissen, ob man überhaupt das Revier hat für so einen Spezialisten, dessen erste Aufgabe es ist, Federwild für die Einzeljagd zu suchen, in großer Suche vorzustehen und das gefundene Federwild dann vor dem Hund aus dem Vorstehen zu erlegen. Das muss man wissen und ich glaube, dass die Reviere in Deutschland, in denen wir diese Dinge machen können, inzwischen leider, leider sehr, sehr rar sind. Wir müssen da den Dingen in die Augen schauen. Gleichwohl kann auch ich mich begeistern, einen guten Pointer im Feld zu führen und das ist sicherlich die Krone der Feldjagd. In der Falknerei hat er nach wie vor, insbesondere in der Anwarterfalknerei, also der Jagd mit dem anwartenden Falken eine große Bedeutung. Dort geht es darum, in weiter Suche des Wilds, sprich in erster Linie Rebhuhn, schnell zu finden und sicher zu finden, sicher vor und durchzustehen, bis dann der Vogel oben richtig steht, das Wild herausgetreten werden kann und der Vogel seinen Jagdflug macht. Da, also wie gesagt, in der Falknerei wird er gerne und wo immer möglich auch gerne geführt, keine Frage. Dann haben wir als nächsten ebenfalls ursprünglich als Feldspezialist gezüchtet, den Irish Red Setter. Es gibt auch den Irish Red and White Setter, aber der gebräuchlichere ist der Irish Red Setter, ein wunderschöner mahagonifarbener roter Hund, der in seiner Feldarbeit ebenfalls zu begeistern weiß. Relativ selten, Sie werden fast keinen Irish Red Setter
in Deutschland im Jagdbetrieb sehen. Ganz, ganz wenige Hunde, geführt von einigen Leuten, die es mit großer Liebe dieser Rasse zuwenden. Auch da faszinierende Feldeigenschaften, aber per se, ich will von Einzelfällen überhaupt nicht reden, aber per se sind englische Vorstehhunde im Ursprung keine Hunde fürs Grobe, also Feldhunde. Und wenn wir jetzt hier zum Gordon Setter kommen oder schottischen Setter, ein Hund schwarz mit rotem Brand, ebenfalls ein wunderschöner Hund, dem sagt man noch am meisten nach, dass hier dieses Allrounder etwas mehr hinterlegt ist. Aber auch da, bitte lassen wir doch die Spezialisten das sein, was sie sind, nämlich Spezialisten. Und jetzt kommen wir zum nächsten, dem English Setter, den gibt es in unendlich vielen Farben. Auch bei den Engländern gilt ja der alte Spruch, ein guter Hund hat keine Farbe. Das kann man beim English Setter gern und gut sehen. Faszinierende Feldeigenschaften ebenfalls. Traumhaftes Vorstehen, unwahrscheinliches Nachziehen am ablaufenden Wild. Ganz tolle Sache, aber auch da ein Spezialist. Nochmal, ich will nicht in Abrede stellen, dass es den einen oder anderen gibt, der eine ganz tolle Schweißarbeit macht, aber das ist nicht die Regel. Und ich glaube, wir müssen uns bei der Auswahl von Jagdgebrauchshunden für den Jagdbetrieb in erster Linie danach richten, was ist die Regel, wo komme ich hin? Und wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Hund für meine Art zu jagen finde, am höchsten? Ja, das ist es im Wesentlichen für den Vorstehhunden. Ich darf es also nochmal ganz kurz. Wir haben bei den kontinentalen, insbesondere bei den deutschen kontinentalen Vorstehhunden in aller Regel Vollgebrauchshunde mit bisschen Abweichungen, beim Deutschkurzer vielleicht etwas mehr feldlastig, beim Deutschlanghaar etwas mehr waldlastig, das gibt sich aber nicht viel. Und wenn ein dementsprechender Hundeführer mit einem dementsprechenden Revier den einen oder anderen hat, dann können diese Hunde alle sehr gute Vollgebrauchshunde werden in Feld, Wald und Wasser.